Okay, fangen wir an. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin der Unix. Kurz zu meiner Person, habe irgendwie Informatik studiert und arbeite seit 2012 in München bei einem Firewall-Hersteller und habe mich vor ein paar Jahren mit dem Thema Datendioden beschäftigt und der Sicherheit, unter anderem in meiner Masterthesis. Die ist auch irgendwie einsehbar, wer das weiter interessiert, kann da drin lesen. Also da kommen wirklich die gleichen Inhalte vor wie hier, nur langsamer und in mehr Text. Genau, fangen wir an. Also für die, die es noch nicht wissen, also was sind Datendioden? Ganz, wenn man sich das aus der Elektrotechnik herleitet, ganz einfach, ist halt ein Netzübergang, der dafür sorgen soll, dass Daten ausschließlich, wie bei einer normalen Diode auch, nur in eine Richtung fließen. Das grob ist das. Die Frage ist, wofür braucht man das? Warum tut man das hierfür? Wenn ich nämlich irgendwelche Informationsquellen habe, die durch irgendwelche ungesicherten Netze Informationen sammeln und die dort durchfließen und ich die in ominösen geheimen Netzen sammle, um sie dann auszuwerten. Da hätte man ganz gerne, dass sie alle dann nur schön gesammelt werden und nicht zurückkommen. Wo kennt man das her? Das kennt man halt aus diesem schönen Einstufungsmodell, das ist mal das Deutsche, mit dem streng geheim, geheim und vertraulich und unten das VSNFD. Und ich habe immer dann so einen Netzübergang, wenn ich von einem dieser Bereiche in den anderen wechsle. Also die Idee ist, man sammelt auf der Basis ganz viele tolle geheime Informationen und schaufelt die nach oben. Und oben sind dann ganz wenige Leute mit ganz tollen Ausweisen, die dürfen die dann sehen. Und machen damit irgendwas, aggregieren die zusammen und gewinnen daraus tolle Informationen. Und die bewahren dann unsere schöne Republik und sind ganz geheim. Genau, und wir haben das Problem, die haben nicht nur Aktenschränke, sondern auch halt IT. Und wollen halt auch schnell an die Informationen kommen. Und daher braucht man jetzt automatisierte Netzübergänge und so eine normale Firewall mit irgendwelchen Paketregeln oder auch so ein Application-Level-Gateway. Das reicht da nicht mehr, sondern da will man richtig sicher sein. Wie sicher, also, oder wie kann man sich sowas vorstellen, so ein Einweg-Netzübergang? Zu diesem Modell hier, das hat das Gleiche, wie was die Amerikaner auch haben, mit ihrem Top-Secret und Secret. Heißt halt nur anders, wird gleich behandelt. Die einzigen, die noch einen draufsetzen, ist die NATO. Die hat halt einen Cosmic Top Secret. Bei denen ist es halt besonders sicher. So, für die besonders sicheren gibt es da, die wollen halt genau diesen Übergang haben. Also ich habe, es wird dabei auch mal von einem roten und schwarzen Übergang gesprochen. Schwarz ist dabei immer der Sender, also das niedriger eingestufte Netz. Und rot ist der Empfänger, also das höher eingestufte Netz. Und diese Benamung, diese Terminologie bleibt auch immer gleich, wenn man immer von dem Rot-Schwarz-Übergang hört. Es gibt auch Übergänge in die andere Richtung, das war nicht Teil des Vortrags, da spricht man dann von einem Rot-Schwarz-Übergang. Wir haben jetzt aber nur die Schwarz-Rot-Übergänge. Genau, im einfachsten Fall sind die Glasfaserdioden oder auch physische Dioden, die sind halt ganz simpel gemacht. Man nehme zwei Rechner, verbinde sie per Netzwerk Glasfaser miteinander und die sind halt intern so aufgebaut, dass die eine Seite halt eine Leuchtdiode hat, die andere Seite so eine Art Fototransistor oder was anderes Äquivalentes, halt Licht durch das Kabel schickt, wird hier, oder durchs Glasfaser schickt, wird hier empfangen und detektiert. Und auf der anderen Seite durchschneidet man einfach die andere Glasfaser und somit sind halt von der Empfängerseite die sendende Leuchtdiode mit dem Fotosensor nicht verbunden. Und damit ist physisch auf physischer Ebene vollkommen klargestellt, ja, da geht nichts zurück. Und selbst wenn beide Kisten aufgehackt sind und da die Leute versuchen, da drüber zu schieben, kein Exploit der Welt schafft es, halt aus so einem physischen Bauelement so eins zu machen. Also die Dioden kann man als Fototransistor benutzen. Ja. Ja, aber die Frage ist, ob es durch einen Software-Hack möglich ist, das so umzuschalten. Also wenn ja, mach sein. Also habe ich noch nicht gehört. Also wäre auf jeden Fall schon sehr advanced. SPDX-Flaschen haben wir hier auf dem Display. Okay. Genau, auf jeden Fall, das ist so das grundlegende Modell und da geht eigentlich auch nichts drüber. Das heißt, also man geht davon aus, ja, wir haben jetzt hier IT-Infrastruktur und ja, die ist irgendwie gehackt und kaputt, aber wir wollen dennoch das irgendwie in eine Richtung kriegen und wollen die Informationen in unserem Netz behalten. Und dann baut man halt solche Sachen. Die haben allerdings einen großen Nachteil. A, man kann sie nicht einfach so verbauen, weil in der Standard-IT gibt es das Verfahren gar nicht, irgendwie einen Weg, Sachen zu übertragen, das gibt es gar nicht. Was sie dann bauen, sind man braucht davor dann also spezielle Application-Level-Gateways, die erstmal die Protokolle, die ich übertragen möchte, dafür vorbereiten, über einen Einwegkanal verschickt zu werden. Oftmals sind das SMTP, also ganz normal Mail,
Oder auch sowas wie FDP, also für ganz normalen Falltransfer. Ganz platt. Gibt es auch einen Hersteller aus Israel, der baut da welche. Die hat alle möglichen Protokolle Unterstützung, also von Samba und irgendwelchen Datenbankabgleichen und so weiter. Aber im Wesentlichen wird es einfach nur immer sozusagen vorbereitet. Das heißt, das Application Level Gateway spielt dem Empfänger vor oder dem Client vor, ja, er ist der Empfänger und nimmt diese ganzen Daten auf, schickt sie dann über die Einwegstrecke und dann hier natürlich das Problem, man kann sich das so vorstellen, wenn ich halt mit einer Taschenlampe blind in die Nacht reinleuchte und davon ausgehe, ja, da müsste jetzt jemand sein, der das empfängt, der das quasi meine Morse-Signale aufnimmt, aber ich kann mir halt nie sicher sein, wenn ich nicht wirklich einen Rückkanal habe. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Das haben auch die Leute erkannt, die solche Sachen einsetzen und wollen halt schon ganz gerne auch eine Bestätigung haben, dass wenn so eine Mail mit so super duper geheimen, tollen, wichtigen Informationen halt verschickt wird, da sollte auch irgendwie klar sein, dass sie wirklich angekommen ist. Und anstatt halt da immer hinzulaufen und nachzufragen, ist die Mail angekommen, die ich hier gerade geschickt habe, hat man sich dann überlegt, bauen wir lieber was, wo auch wir Sachen zurückkommen, nämlich eine Empfangsbestätigung. Und damit verlagern wir jetzt den Diodenübergang oder die Diodenfunktionalität von so einer physischen Ebene wie einem Glasfaser auf so eine logische Ebene und lassen halt Software entscheiden, welche Bits wir in welche Richtung hin und her übertragen wollen. Gibt's auch, also wenn man sich das so abstrakt nicht ganz vorstellen kann, gibt's auch ein konkretes Beispiel. So sieht das aus. Also es ist so ein 19-Zoll-Einschub, den schiebt man sich dann ins Rack rein. Das ist jetzt so ein ganz klassischer Glasfaserübergang, auch hier in der Mitte durch das Symbol hier gekennzeichnet. Und hier sind halt zwei Rechner drin, die über so eine Glasfaser verbunden sind und schieben sich dann gegenseitig, oder der eine schiebt dem anderen halt die Informationen zu. Genau, da man aber hier nicht weiß, ob die sind die wirklich angekommen, oder gab es irgendwelche Probleme, haben die dann was Zweites gebaut, das nennt sich eine sogenannte Egg Engine. Die sieht so aus. Witzigerweise haben sie hier ebenfalls diese Glasfaserdioden verwendet. Und schicken dann hierüber eine Empfangsbestätigung, die hier nochmal besonders behandelt wird, dass auch keine Informationen zurückfließen. Dazu komme ich gleich. Was jetzt aber dem geneigten Betrachter vielleicht auffällt, sobald er die beiden Maschinen in sein Rack geschoben hat, sieht das halt so aus. Und irgendwas stimmt hier nicht. Wer findet den Fehler im Bild? Also um trotzdem machen, wenn ich halt einen Diodenübergang in die Richtung habe und einen in diese Richtung habe, scheint mir das nicht sehr sinnvoll. Und das haben irgendwie, ich weiß nicht, ob das übersehen wurde, ob das volle Absicht ist. Man könnte jetzt quasi auch beide einfach nehmen und einfach nur ein Stück Software machen und also einfach nur ganz normalen Übergang haben. Ganz normal in Linux aufsetzen, sagen, hier ist mein Relay, der schaufelt die Daten hin und her und passt da auf, dass nichts zurückgeht. Wie sieht das Ganze in Software aus? Das sieht so aus. Ich habe halt hier oben meine Sendeeinheit, die ganz brav da irgendwie über so eine Glasfaser die Daten rüberschiebt. Und die empfangende Seite schickt halt Empfangsbestätigung zurück. Das Ganze hat man gelöst über Hashes. Soweit ich das Paper, was das beschrieben hat, verstanden habe, nehmen sie da MD5. Das heißt, hier wird am Bulk irgendwie, werden hier Daten rübergeschickt, die werden dann einmal gehasht. Und der Hash wird dann durch die sogenannte Egg Engine durchgeschickt, die wiederum, die halt auch wieder diese Glasfaserübergänge hat. Also, dass es wirklich nur in eine Richtung, nämlich nur zurückgeht. Was eigentlich bei der Technologie gar keine Frage ist, dass Sachen, hier wird jetzt aufgepasst, dass auf einmal niemals Daten aus dem schwarzen Netz ins rote Netz kommen. Was irgendwie sehr merkwürdig ist von der Architektur her, aber egal. Das haben sie halt so gebaut, hashen hier den Hash nochmal. Und die sendende Seite kann halt jetzt einen Vergleich anstellen. Kann halt die gesendeten Daten zweimal hashen und vergleichen. Und weiß dann, okay, genau das, was ich gesendet habe, ist auch angekommen. So, und das ist alles super duper sicher, weil wir wissen ja, Hashes sind nicht zurückrechenbar. Stimmt, wenn man den Eingaberaum nicht kennt. Jetzt nehmen wir mal an, wir kennen den Eingaberaum, weil der Eingaberaum geht von 0 bis 255. Und jetzt nehmen wir unsere Daten im roten Netz, teilen die byteweise auf und hauen die zu diesen Hasher durch. Das heißt, ich nehme ein Byte, hau die durch so einen MD5-Hash und kriege auf der anderen Seite ich kriege jetzt die Hashes raus, wo der Eingaberaum zwischen 0 und 255 lag. Das ist ja also ein leichtes, die wieder zurückzurechnen, indem ich halt einfach den Eingaberaum durchgehe oder irgendeine Lookup-Table benutze und kann mir dann die Bytes wieder zusammenpopeln, die halt auf der anderen Seite reingeschmissen wurden. Also ganz durchdacht schien mir das Konzept an der Stelle nicht. Auf jeden Fall eine sehr lustige Art und Weise. Was vielleicht noch ganz witziges Detail, die werden halt nicht über Netzwerk verbunden, sondern also diese Einheit hier, es hat wirklich eine Netzwerkverbindung in die beiden Netze. Und die untere Einheit, vielleicht kann man es lesen, hier wird über USB, hier ist es auch irgendwie leicht zu sehen, wird über USB jeweils an diesen Rechner angeschlossen, also an einen von den beiden. Und darüber laufen dann diese Acknowledgements. Also es ist schon vom Aufbau im Rack her schon sehr interessant, auch von der Beschriftung. Und wenn man sich dann die Struktur dahinter anschaut, ist halt irgendwie sehr merkwürdig.
Genau. Ein bisschen interessanteres und cooles Konzept fand ich, ist die sogenannte NRL-Pump. Die wurde vom Naval Research Laboratory in den USA hergestellt. Das ist so ein Marineforschungslabor. Die brauchten das irgendwie, um auch irgendwie Einweg irgendwie Daten zu verschicken. Die haben sich da 10 Jahre Zeit genommen und haben über die 90er hinweg bis in Mitte der 2000er diese NRL-Pump entwickelt. Erst auf serieller Basis, später dann auf TCP-IP-Basis. Und die läuft so, dass die Diode selber übernimmt die Verantwortung für die Daten. Also es gibt hier einen sogenannten Load-Process, der nimmt vom Sender die Daten an, packt sie in einen persistenten Speicher und sobald er sie in dem Speicher gespeichert hat, in den persistenten Speicher, schickt er an den Sender ein Acknowledgement. Das heißt, der Sender weiß, okay, cool, meine Daten sind angekommen und es passt. Dann gibt es einen High-Process, der liest die Daten aus dem Speicher aus und schickt sie dem Empfänger. Und sobald der Empfänger das Acknowledgement geschickt hat, löscht der High-Process aus dem Speicher das Paket. Und somit sichergestellt, dass sie nie verloren gehen. Das heißt, selbst wenn es jetzt keinen Empfänger gäbe, würde der Puffer halt volllaufen. Und es würde gar nichts mehr gehen. Dann würde man feststellen, okay, irgendwas stimmt nicht. Der Admin könnte zu dem Gerät gehen, könnte irgendwie schauen, was los ist und kann zumindest die Daten, die verschickt wurden, die auch schon acknowledged sind, dann per Hand zur Not irgendwo hinkopieren und retten. Oder irgendwie das fixen, was kaputt ist, damit es weitergeht. Aber die gehen halt nie verloren. Weil in diesem Fall, im Gegensatz zu den anderen Dioden, übernimmt die Diode selber die Verantwortung für die Daten, also dass sie wirklich ankommen. Natürlich habe ich jetzt hier keinen wirklichen Ende-zu-Ende Punktbestätigung, sondern nur ein, ja, die Daten sind auf dem Weg und sie werden wohl ankommen. So viel ist in dem Fall sicher. Sie haben sich hier noch einen netten Hack einfallen lassen. Man sieht hier schon das Problem, wenn der Sender nämlich ganz, ganz viel schickt und der Empfänger nie was abnimmt, könnte der Speicher volllaufen. Und der Empfänger könnte dann so timingmäßig schrittweise Daten rausnehmen aus dem Speicher und sie acknowledgen. Und damit über so eine Timing-Information, nämlich wann er das rausnimmt, wieder Daten zurückfließen lassen. Um das so ein bisschen zu unterbinden, haben sie hier sich so einen lustigen Algorithmus ausgedacht, dass der Load-Process, wenn der Speicher, umso voller der Speicher wird, umso länger lässt sich der Load-Process Zeit, um dem Empfänger, dem eigentlichen Sender, dieses Acknowledgement zu schicken. Das heißt, da ist so eine sehr große Zeitverzögerung irgendwann drin. Man kann sozusagen nicht als Sender ganz genau wissen, bei wie viel Prozent oder wie voll der jetzt genau ist. Und ich kriege auch nicht sofort den Response zurück, wenn der High-Process hier was gelöscht hat. Oder sozusagen, und der Low-Process damit hier mehr Sachen reinschreiben kann. Also das Timing ist da sehr groß gezogen und die Zeitfenster, die ich nutzen kann, um zwischen Empfänger und Sender dann doch noch Daten hin und her zu tauschen, werden halt sehr groß. Aber da gibt es auch mehrere Paper drüber, die beschreiben, wie man das dann doch machen kann und wie man deren Modell umgehen kann. Es zieht sich dann zwar alles in die Länge, aber prinzipiell ist es auch dort möglich, Daten in die Rückrichtung zu schicken. Aber das hier bei der Variante schon sehr, 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 sehr advanced, wie die das gemacht haben. Genau. Du hast vorhin gesagt, ja. Wenn der Empfänger das jetzt nicht abholt, weil es irgendwelche Probleme gibt, dann kann er ja einfach in die Kiste einsteigen und die Daten irgendwo hinschicken. Das heißt, es ist ja bei Default der Backlog. Ich habe nicht ganz verstanden, wie du meinst. Du hast gesagt, wenn der persistente Speicher voller wird und aus irgendwelchen Gründen vom High-Netzwerk nicht zum Empfänger was geschickt wird, weil er muss nicht abpassen, weil es Probleme gibt, dann kann der Empfänger in diese NRL-Pump einsteigen und die Daten irgendwo hinschicken. Nee, so ist es nicht gemeint, sondern also es ist natürlich davon auszugehen, dass an die Diode selber niemand rankommt, physisch zumindest. Die Idee ist jetzt eigentlich eher die, wenn der die nicht verschicken kann und der Speicher immer voller wird und der Sender weitere Pakete zum Load-Prozess schickt, kriegt er die Bestätigung, die Empfangsbestätigung immer später. Das heißt, es dauert immer länger, bis er sie kriegt. Ja, das habe ich schon verstanden. Du hast vorhin von einem Problem zwischen High und Empfänger gesprochen, dass der Empfänger irgendwie, wenn es das Problem bei der Kommunikation gäbe, von der NRL-Pump zum Empfänger, dass irgendwie der Empfänger bei der NRL-Pump einsteigen kann. Nee, so ist es nicht gemeint. Daten sind nicht verloren, die schon bestätigt sind. Ja, das ist. Genau, also geht es nicht um Empfänger und Sender, sondern es gibt ja noch, also das sind ja, ist ja irgendeine physische Maschine, die irgendeinem Schrank steht und irgendwann wird irgendjemand feststellen, wenn der Speicher immer voller wird und die Empfangsbestätigung halt eine halbe Stunde dauern beispielsweise, dass da nicht mehr wirklich was rübergeht. Irgendwie stellt man fest, da passiert nichts mehr. Und dann wird ja jemand beauftragt, mal zu gucken, warum das nicht geht. Und wer ist das? Der Admin. So, und der Admin geht dann zu seinem Schrank und schaut, was ist denn da los?
schaut auf die Maschine, der hat natürlich physischen Zugriff auf die Maschine und schaut dann, was dort passiert und kann dann feststellen, okay, irgendwie der Host ist nicht online oder irgendein anderes Problem ist da und hat dann mal die Möglichkeit, wenn der Host nachträglich online kommt, die Daten aus dem Speicher zu nehmen. Also entscheidend ist, dass es ein persistenter Speicher ist und kein normaler RAM. Dann, damit selbst wenn die Maschine ausfällt, irgendwie Stromausfall ist und sie irgendwie down ist, dass die Daten dann noch erhalten bleiben. Um mehr geht's eigentlich gar nicht. Und Zugriff hat in der Theorie sozusagen nur der Admin, der mit der Maschine. Um mehr geht's an der Stelle nicht. Müssen es nicht zwei Maschinen sein? Nee, die haben, also was die gebaut haben, die haben so ganz speziell, also die haben ja ganz viel gemacht. Die haben ein extra Hardware sich designt, indem sie sicherstellen, mit zwei Prozessoren, indem sie sicherstellen, dass jeweils der eine auf den Speicher nur schreibend und der andere nur lesend zugreifen kann, aber der rote kann irgendwie auch löschen. Und das haben sie da, also bis runter ins Detail habe ich das mir nicht angesehen, aber die haben ja sehr, sehr viel gemacht. Die haben ja auch über 10 Jahre Zeit gehabt und haben das sukzessive immer weiterentwickelt und haben das richtig auf die Spitze getrieben. Da gibt's auch nochmal so ein Zusammenfassungspaper, irgendwie 10 Jahre NLP-Pump, wo die Beteiligten das nochmal beschrieben haben, wie so die Entwicklungsgeschichte war. Da kann man sich das im Detail anschauen. Aber die haben sehr viel gemacht, sozusagen. Es ist eine Custom-Hardware mit einer speziellen Software mit dazu. Genau, soweit alle Fragen an der Stelle? Okay. Genau, die nächste Diodendiode ist die, mit der ich mich beschäftigt habe. Die läuft so, da haben wir eine ganz normale Hardware, die eine Virtualisierungsschicht mit sich bringt. Das ist aber keine normale Virtualisierungsschicht wie VMware oder so, sondern da wird ein spezielles Mikrokernelsystem genommen. L4 heißt das beim Namen. Was eigentlich nur dafür sorgen soll, dass wenn wir virtualisieren, die virtualisierten Hosts strikt voneinander getrennt sind und nur die Kommunikationskanäle zwischeneinander haben, die wir auch selber dahin definieren. Also, aber im Wesentlichen ist es einfach nur eine Virtualisierung und dort habe ich halt zwei Prozesse im Wesentlichen, die nach außen TCP/IP sprechen oder halt auch irgendwelche höheren Protokolle, wie zum Beispiel SMTP und FTP. Und sie setzen dann den Datenstrom in ein proprietäres Paketformat um und kommunizieren damit untereinander. Und ich habe in der Mitte einen Prozess, der entscheidend ist, nämlich ist der Diodenprozess. Und der sorgt dafür, dass über das proprietäre Protokoll wirklich nur in Einwegrichtung gesprochen wird. Können wir uns auch detaillierter anschauen, wie die miteinander verbunden sind. Man kann sich das so vorstellen, zwischen zwei Prozessen gibt es einen Shared Memory. In diesem gibt es Ring Buffer, den man halt einfach dann bytestromweise Daten reinschreiben kann. Und in diese Ring Buffer selber wird dieses proprietäre Paketformat reingeschrieben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie IP, aber nicht ganz. Zusammen mit der Diode dazwischen sieht man halt, okay, wir haben an sich einen bidirektionalen Kommunikationsweg. Das heißt also, der Empfänger, der Senderprozess kann halt dann wie Daten oder Pakete hier hinschicken. Und der Empfängerprozess kann kann Bestätigungspakete zurückschicken, die im Wesentlichen aus dem proprietären Format nur der Header sind, ohne Daten. Und es werden noch ein paar Restriktionen noch eingesetzt. Das Format kann man sich ungefähr so vorstellen. Ich habe hier ein ganz primitives Format, mit dem die Pakete einen Typ haben. Ähnlich wie bei TCP gibt es halt einen SYN. Bei einem SYN sage ich, okay, ich mache jetzt eine Verbindung auf, ich kann mich auch mehrere SYNs schicken und kann denen dann Nummern geben. Also es gibt so eine ID pro Verbindung und kann damit die verschiedenen Verbindungen auseinanderhalten. Kann dann zu einer Verbindung beliebige Daten schicken und am Schluss beende ich meine Übertragung mit einem sogenannten EOF, also End of File. Und dann ist der Empfänger erlaubt, mir zu antworten auf die Gesamtverbindung und kann mir dann sagen, ja, ich habe es empfangen und verstanden, was du gesendet hast, oder mit dem Reset-Paket, nein, ich habe es nicht verstanden. Und dann kann der Sender sich überlegen, ob er es nochmal versucht oder nicht. Das Entscheidende ist, dass wir diesen Prozess in der Mitte haben, diesen Diodenprozess, der dafür sorgt, dass dass das FIND-Paket immer nur dann geschickt wird, wenn es vorher dazu eine offene Verbindung gab, die auch beendet wurde. Sodass der Empfänger nicht beliebig einfach irgendwelche Empfangspakete hin und her schicken kann, sondern nur dann, wenn wirklich eine Verbindung vorher bestanden hat. Ja. Richtig. Genau, im einfachsten Fall, also vielleicht ist jetzt schon jedem aufgefallen, im einfachsten Fall, wenn ich jetzt im roten und schwarzen Netz drin bin, also Sender und Empfänger unter meiner Kontrolle habe und ich möchte jetzt da Daten ausschleusen, habe ich natürlich eine ganz einfache Möglichkeit, da man unbedingt die Empfangsbestätigung haben möchte oder haben muss, um zu wissen, dass es angekommen ist, kann ich natürlich diese benutzen, um Daten hin und her zu schicken. Also im einfachsten Fall, mache eine Verbindung auf und wieder zu und der Empfänger schickt mir halt ein FIN oder ein Reset und dann weiß ich 1 oder 0 und kann somit meine Daten, die ich habe, da
in diesen Strom reinkodieren und kann die auch an einer anderen Stelle wieder zusammenpuppeln und habe dann halt meine Daten aus dem roten Netz empfangen. Um das zu unterbinden, gibt es eine sehr interessante Möglichkeit. Und zwar könnte man in dem Diodenprozess bei der Übertragung dafür sorgen, dass, wenn es ein negatives Antwortpaket ist, dass das zeitverzögert wird. Also kann das beliebig zeitverzögern, also einige Millisekunden bis Sekunden oder länger, je nachdem, welche Voraussetzungen ich habe oder wie sicher ich das haben möchte. Das sorgt dann dafür, wenn nämlich der Empfänger versucht, ständig zu wechseln zwischen Finn und Reset und damit Informationen zu encodieren, braucht er immer beide Bits. Also er kann nicht nur mit einem arbeiten, er braucht er beide. Und wenn ich ihm aber die Hälfte der Bits, nämlich die negativen, extrem verlangsame, indem halt ihm jedes zweite Bit halt wie eine Sekunde braucht, bis es drüben ist, ist halt zumindest der Abfluss sehr stark reglementiert. Und damit halt eine normale Kommunikation, wenn ich da irgendwie gigabyteweise Daten raustragen möchte irgendwo, geht dann so erstmal nicht. Ja? Ich kann doch einfach ein nicht angekommenes Fin nach 2 Millisekunden als Reset dann werten. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun, ja. Das ist richtig, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also das ist eine Möglichkeit, mit dem Problem jetzt umzugehen, ja. Dass man das... Also wenn die Fins nicht auch verzögert werden, ist ein nicht angekommenes Fin für mich automatisch eine Reset und ich habe die gleiche Rate wie vorher. Genau, jetzt, also so kann man damit umgehen. Es gibt nicht noch andere Mechanismen, die das dann wieder einfangen. Aber gehen wir erstmal davon aus, okay, die Resets sind für uns gestorben. Also ich kann auch darauf aufpassen, dass in der Reihenfolge, in der die Kanäle zugemacht werden, müssen sie wieder aufgemacht werden oder müssen sie auch bestätigt werden. Und dann könnte ich das wieder einfangen, dass sozusagen ich könnte dafür sorgen, dass ein Fin ein Reset nicht überholt. Das heißt, wenn ich das hier cache, das Reset, dann kann ich dafür sorgen, wenn jetzt in der Zwischenzeit noch ein Fin kommt, dann bleibt das auch stehen. Und ich schicke die erst dann weiter, wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist. Also die Fins auch verzögert. Genau, denn wenn die halt in dem gleichen Zeitraum halt auch verzögert, so könnte ich das wieder einfangen. Aber im Wesentlichen Sinne ist das mal klar, okay, das kann man nutzen, das ist ganz nett. Damit kann ich halt nur noch mit den Fins arbeiten. Aber selbst dann gibt es noch Möglichkeiten, da weiterzugehen. Eins ist, nämlich zum Beispiel die Reihenfolge, indem ich halt einfach zwei Verbindungen parallel aufmache. Und ich kann die halt dann entweder so rum beantworten, nämlich halt erst Kanal 1 und dann 0 nehme, oder halt mich erst Kanal 0 und dann 1 nehme. So, je nachdem, in welcher Reihenfolge ich die offene Verbindung, die halt zugemacht worden sind, bestätige, kann ich halt auch wieder dem Empfänger oder dem Sender halt Rückmeldung geben über irgendwelche Datenpakete und kann so Informationen reinkodieren. Eine andere Möglichkeit, die Ordnung zu nutzen, ist diese, indem ich als Sender 255 Kanäle aufmache, sie alle gleich wieder zumache mit einem EOF und dann warte, was der Empfänger macht. Der Empfänger hat jetzt, da er 250 Kanäle auf hat, hat er quasi so eine Byte-Klaviatur und kann sich jetzt überlegen, zu welchem Kanal er denn jetzt was sagen möchte und kann dann mit dem, wo wir vorher mit einem oder zwei Antwortpaketen immer nur ein Bit übertragen, können wir jetzt hiermit jeweils immer ein ganzes Byte übertragen. Zum Beispiel hier ein kleines A, nehmen wir einfach uns den Kanal 97 nehmen. Der wird danach dann sofort wieder aufgemacht und ich habe halt das Klavier wieder komplett vor mir und kann so dann halt in beliebig so viel schneller Daten zurückschicken, als es mir vorher möglich war. Und das ausschließlich mit FIN-Paketen. Um das zu unterbinden, könnte man jetzt Folgendes tun. Man könnte jetzt eine sogenannte EOF-Sperre einführen. Das heißt, dieser Diodenprozess sorgt in der Mitte dafür, dass sobald ein Kanal zugemacht wurde, werden weitere Pakete, die kommen, also wenn jetzt hier oben der blaue Kanal wird hier zugemacht, dann schicke ich das Paket durch und merke mir, ich habe jetzt hier einen Kanal, der jetzt zugemacht ist, aber noch nicht bestätigt. Und jetzt wird der zweite Kanal zugemacht, dann cache ich dieses zweite EOF und halte es vor und zwinge damit die Empfängerseite erstmal zu dem ersten EOF, was er bekommen hat, eine Antwort zu formulieren. Und erst wenn die draußen ist, gebe ich ihm halt das zweite EOF durch. Und somit hat die Empfängerseite nur noch die Möglichkeit, immer auf einen Kanal zu reagieren und kann nicht mehr mehrere parallel, also hat keine Auswahl mehr. Ich nehme ihnen sozusagen die Auswahlmöglichkeit oder die Freiheitsgrade, die er hat, zu kommunizieren. Ich könnte doch ganz einfach, wenn ich weiß, dass ich eine Byte-Klaviatur bekomme, ja, könnte ich ganz einfach auf alles mit vielen antworten, dass ich aber alles resetze. Ja, es geht auch, aber das ist ja nicht mehr sehr schnell. Ja. Also der Trick hier ist immer zu versuchen, als Empfänger so wenig wie möglich Aufwand da reinzustecken, damit ich
pro Antwortpaket, also pro Kommunikationspaket, was ich habe, möglichst viele Daten rein encodieren zu können. Und mit dieser Möglichkeit ist sie schon sehr hoch. Mit der Möglichkeit hier, mit der normalen Ordnung, also die irgendwie hin und her zu drehen, ist noch viel, viel mehr drin, weil es nämlich dann in die Fakultät reinkommt pro Paket oder pro Endpakete, die ich zurückschicke. Und da geht halt schon sehr, sehr viel. Und die einzige Möglichkeit, das zu unterbinden, hätte ich, indem ich halt so eine Sperre einführe und es ihnen nicht mehr erlaube. Nicht mehr erlaube oder ernsthaft mit dem Empfänger gar nicht mehr in Kenntnis darüber setze, dass jetzt mehrere Kanäle zu sind. Und somit hat er keine Möglichkeit mehr. Er sieht nur noch, okay, ich habe jetzt ein EOF-Paket und es wird auch kein zweites kommen, solange ich das nicht bestätigt habe. Und sobald ich das einmal bestätigt habe, kann ich den Kanal nicht nochmal bestätigen. Ja, die Idee wäre jetzt, das Sender schickt Pakete mit dem Paket 1, Paket 2 und so weiter. Und der Empfänger weiß, ich möchte jetzt ein Byte A senden, 97 Uhr schicken. Das heißt, ich mache jetzt gerade auf 0, 1 und so weiter, mache ich immer ein Fin, weil ich weiß, die gehen schnell durch. Dann ist meine Beziehung beendet. Und auf das eine schicke ich ein Reset. Genau. Ich weiß, ich werde jetzt länger darauf warten müssen, aber das länger darauf warten kompensiert ihn dadurch, dass ich gerade mit einem einzigen Reset ein ganzes Byte warten. Genau, das kann man machen, das ist gar kein Problem. Allerdings ist es keine, also habe ich den Kanal, der mir bleibt, nicht gut ausgenutzt, weil ich könnte dann ebenfalls einfach die erste Möglichkeit nehmen, weil ich müsste ja ständig, also ich könnte dann quasi diese Möglichkeit nehmen, die dann hier drin endet, einfach ständig, machst du dann ständig die Kanäle zu und hast dann ganz viel Traffic für das eine Byte. Du hast dann im Schnitt wahrscheinlich irgendwas im Durchschnitt, also irgendwas bei 127 Paketen, um für ein Byte, was du dann brauchst zum Übertragen. Also von der Datenrate her wäre das nicht, oder vom Ausnutzen des Kanals her wäre das nicht optimal. Wäre aber eine Möglichkeit, das zu machen, das ist keine Frage. Genau. Jetzt haben wir hier aber, wozu ich jetzt eigentlich kommen wollte, war, okay, man könnte das so, so zumachen und dann wäre da wieder keine Möglichkeit, weiter zu kommunizieren. Allerdings gibt es da ein praktisches Problem, nämlich über so eine Übertragungsstrecke, da geht halt, das ist ja nicht nur irgendwie ein so ein Service, da geht nicht nur eine Verbindung drüber, sondern teilweise mehrere und parallel. Das heißt, also im Sendernetz habe ich da wie mehrere Rechner und im roten Netz habe ich ebenfalls ja mehrere Empfangsserver, die wie Sachen warten. Und das Problem ist jetzt, sobald einer dieser Rechner jetzt anfängt irgendwie zu stallen und die Pakete nicht mehr annimmt und die Buffer alle volllaufen, habe ich hier das Problem, da diese Prozesse hier mit Ringbuffern verbunden sind, also sozusagen, also die Pakete sind quasi wie in einer Pipe und sie können sich nicht überholen, läuft dann irgendwann dieser Buffer hier für den gelben Prozess voll und damit wird diese Pipe hier auch voll mit den gelben Paketen und die anderen beiden Prozesse, die halt, also oder wo Server und Client ganz normal funktionieren, die ganz normal arbeiten, haben dann keine Möglichkeit mehr, Sachen zu verschicken, weil es alles mit den gelben Paketen verstopft wäre. Und das ist halt ein Problem, ein pragmatisches und daher kann man das wahrscheinlich praktisch so nicht nutzen und müsste damit leben, dass Angriffe wie dieser hier halt gehen. Weil ich sonst in so ein pragmatisches Problem laufe. Man kann sich natürlich auch dafür entscheiden, mit solchen Netzübergängen das Risiko einzugehen. Und dann hätte ich halt das Problem, dass eventuell diese Strecken halt gestört werden, indem halt ein einzelner Empfänger die Pakete einfach stallt und nicht annimmt. Genau. Die letzte Angriffsmethodik, die es noch gibt, ist ganz normales Timing. Das ist auch eine, ähnlich wie mit dem Reset, die lässt sich halt nicht wirklich komplett ausschließen. Timing funktioniert so, ich kriege halt die Bestätigung, also so ein EOF-Paket als Empfänger und überlege mir dann, wie lange warte ich dann jetzt, bis ich das bestätige und ich kann es halt sehr schnell zurückschicken, ich kann aber auch erst noch ein bisschen warten und je nachdem kann der Empfänger sich überlegen, aha, hat es gewartet oder nicht gewartet oder man kann da auch ein bisschen mehr reinkodieren, je nachdem, wie groß man die Zeitfenster da macht und kann sich dann überlegen, wie viel Byte das wohl oder welche Informationen da wohl übertragen wurde, also im einfachsten Fall 1 oder 0 und kann sich dann wieder die Sachen zusammen sich wieder zusammenrechnen, die Informationen, die hätten übertragen werden sollen. Um das zu unterbinden, ist halt auch ziemlich einfach, indem man halt Zeitfenster schafft im Diodentask selber. Das heißt, er nimmt zwei schnell zugehende Verbindungen halt an in einem Zeitfenster und schickt die auch gleichzeitig wieder raus. Und wenn halt innerhalb des Zeitfensters die Bestätigungspakete sehr lange auseinander liegen, werden die halt zusammengefasst und dann als eins schnell wieder rausgeschickt, sodass dieses rein encodierte Zeitfenster, was ich hier habe, halt verloren geht für den Empfänger oder für den Sender in dem Fall, und der dann nicht mehr rauslesen kann, was der Sender ihm sagen wollte. In diesem Fall bleibt halt dem Angreifer nur übrig,
ein gewisses Zeitfenster zu wählen und indem ich halt mehrere Verbindungen in einem gleichen Zeitfenster oder in zwei unterschiedlichen Zeitfenstern zumache, hat dann der Sender noch die Möglichkeit rauszulesen, was ich ihm wohl hätte sagen wollen. Genau. Das war jetzt auch, ja? Also, macht es überhaupt Sinn, diese Dioden zu bauen und zu verkaufen, wenn also solche offensichtliche Probleme dort sind? Ja, sie werden ja genutzt. Das Problem ist, man will zwei Sachen haben. Man will so eine unbedingte richtige Sicherheit haben. Am liebsten so wie diese physische Sicherheit mit den Glasfaserdioden. Auch wenn es, wo man da aufpassen muss, wie man sie physikalisch baut, dass sie nicht zurückgesetzt werden. Aber die möchte man eigentlich haben. Aber gleichzeitig will man aber auch irgendwie Gewissheit haben, dass Sachen ankommen. Das ist jetzt, und solche Sachen zu bauen, ist quasi so ein Wabonspiel, ob ich jetzt, also wo ich dir mal überlegen musste, ob Sicherheit oder Zuverlässigkeit mir wichtiger ist. Und dann muss ich halt abwägen. Und für gewisse Abwägungsstufen ist halt das eine interessante Sache, weil normale Netzübergänge mit TCP/IP viel, viel anfälliger werden dafür, da jetzt Sachen rein zu kodieren, entweder in die Header-Antwortpakete oder ins normale Protokoll, was da gesprochen wird. Und Timing und andere Sachen gehen natürlich dort analog. Und das Sicherheitsniveau hier ist schon erheblich höher als bei einem normalen TCP/IP-Netzübergang. Könnte man das nicht irgendwie kryptografisch lösen, als solche schlechte Protokolle, die offensichtliche Leaks haben? Kryptografisch fällt mir jetzt nichts ein oder wüsste ich nicht, wie man das auf der Ebene lösen kann. Ich habe das Problem, grundsätzlich, es ist ein grundsätzliches Problem. Ich übertrage jemanden eine Information und will die Gewissheit haben, ist die Information wirklich angekommen. Und jemand, der in der Mitte steht und aufpassen soll, dass nur in eine Richtung kommuniziert wird, aber erlauben muss, dass derjenige über den Empfang der Nachricht informiert wird, der steht halt genau in diesem Problem. Also wie viel lässt er dazu, wie viel nicht? Also man kann da viel normalisieren und versuchen einzugreifen, das habe ich auch versucht zu zeigen. Aber letztendlich, also sozusagen die hundertprozentige Sicherheit gibt es an der Stelle nicht. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nur, wenn ich halt das auf physischer Ebene mache. Ja. Was machen denn die realen Produkte jetzt? Oder kann man da als User konfigurieren, welche Sicherheit man möchte und sagt, ich möchte die Zeitfenster haben, ich möchte die Delays haben oder was ist real umgesetzt? Wie viel jetzt gerade real umgesetzt ist, weiß ich nicht, aber soweit ich informiert bin, kann man das nicht so einstellen, sondern da gibt es dann... Genau, es gibt ein Set, das verschieden wird so gemacht. Eventuell die Leute, die das einsetzen und die Leute, die entscheiden darüber, ob das wo eingesetzt wird, können da auch noch andere Sachen äußern. Aber da weiß ich nicht, was sie machen und was dann daraufhin noch alles entwickelt wird. Was können Sie gerade kommerziell im Produkt von irgendwelchen Firmen aus Deutschland drin, das weißt du nicht? Nee, das kann ich leider nicht sagen. Ja. Also, ich habe so verstanden, dass Empfänger könnte zurück nur Reset oder Theme schicken. Und wenn es solche Protokolle gibt, wie zum Beispiel Diffie-Hellman Key Exchange, das bedeutet, dass das können wir nicht machen. Entweder haben wir jetzt Kryptographie mit Pre-Shared Secret oder gar keine Kryptographie, also im Klartext. Ja, also dass irgendwelche Handshakes über die Verbindung komplett drüber gehen, ist... ist mir unbekannt, wird auch so nicht gemacht. Also was ganz vorne gemacht wird, kannst du noch mal an die vorderste Folie gehen. Also hier, bei dem Übergang hier, ja. wenn jetzt hier der Sender zu SMTP spricht. Ah doch, da bin ich eine Backup-Slide, da können wir noch mal drauf gehen. Und zwar, also intern sieht das denn so aus. Also der eigentliche Sender will jetzt eine Mail verschicken. Nehmen wir noch mal einen weiter. Nehmen wir gleich die hier. Also also die ganze Entwicklung ist so eine zweistufige Entwicklung gewesen. In erster Stufe war es so, man hat halt, der Sender hat ganz normal SMTP gesprochen mit einem zweiten Server, also der quasi im Client-Mode und der als Server hat die Mail halt angenommen und sobald halt der Handshake komplett war, hat er halt angefangen, eine neue Verbindung aufzubauen zu seinem Gegenspieler, der dann wieder als Client fungiert. Und der dem vorspielt, er wäre eigentlich dieser gewesen. Die Mail, die hier drüber gesprochen wird, wird halt hier wieder neu zusammengebaut und also das oder fast das gleiche Protokoll gesprochen und so empfängt er halt die Mail. Hier das Zwischenprotokoll ist das sogenannte One-Way TCP. Da wird einfach nur darauf geachtet, dass man halt ausschließlich Datenpakete
zum in die rote Seite schicken. Die rote, in der roten Seite ist ausschließlich erlaubt, ACK-Pakete zu schicken, ohne enthaltene Daten. Um das noch eine Stufe weiter zu treiben, gibt es dann diese Umsetzung auf das gibt es die Umsetzung auf dieses proprietäre Datenprotokoll, was ich beschrieben habe mit diesem Pfeilchendiagramm, mit dem Sequenzdiagramm, und die werden halt hier drauf übersetzt. Also im Endeffekt sieht es so aus. Und hier komplett drüber so ein Diffie-Hellman zu sprechen, wird nicht gemacht. Oder irgendein Schlüsselaustausch wird auch nicht gemacht, sondern man vertraut dem Übergang, dass man halt zu der einen Seite halt kryptografisch spricht und von der anderen Seite weg zum eigentlichen Empfänger hin kryptografisch spricht. Das wird, und der Übertragungseinheit selber wird komplett vertraut für sich selbst. Also ich sollte das besser fragen. So, über End-to-End-Encryption könnte man vergessen. Ja, du kann halt die Mails, die man hier reinwirft, kann man natürlich PGP verschlüsseln und das landet dann am Schluss auch da drüben, das geht schon. Aber jetzt ein SMTP, also ein TLS-Handshake jetzt zu machen, über die komplette Einheit einmal rüber, das geht nicht, ne? Ja. Ja. Jetzt, wenn ich mir so einen praktischen Aufbau vorstelle, dann habe ich da im Großen meine Firma und ich habe ein Netzwerk für meine niedrigsten Angestellten und ein Netzwerk für meine höheren und so weiter. Ich habe jeweils ein eigenes Netzwerk. Will ich nicht jetzt auch als Geheimverbund, whatever, Orders und so weiter an niedrigere Angestellte weitergeben können? Und darauf basieren die Frage, wie viel bringt diese Daten die oder am Ende? Ja, das muss man halt. Also wie viel das eigentlich bringt und wie viel ich nicht doch an sich immer bidirektional kommunizieren möchte, das muss man halt die Leute fragen, die sich das hier ausgedacht haben. Also dieses Modell geht, also so zu kommunizieren oder auch so Rechner zu bauen, die so denken, das geht halt ganz weit zurück, bis, glaube ich, soweit ich informiert, bis in die 60er, 70er Jahre hat man das versucht. So gibt es so ein Stichwort wie Bella-Padula-Modell und Biber-Modell. Bella-Padula-Modell ist nämlich genau das. Ich schreibe nur nach oben meine Informationen und von oben darf ich maximal lesen runter. Und habe dann da diese Einbahnstraße. Und oben werden dann diese ganz tollen, streng geheimen Informationen da irgendwie akkreditiert oder wenn irgendwie, was auch immer sie damit tun, sie sammeln sie dort und machen dann, also die Idee in Deutschland ist ja genauso. Wir haben ja irgendwelche Dienste, die sammeln Informationen und im Endeffekt entscheiden dann irgendwelche Politiker, die zusammengefassten Memos dann kriegen über irgendwelche weltpolitischen Entscheidungen. So ist da die grobe Idee. Das wandert nur hoch und dann wird irgendwann eine Entscheidung getroffen, die aber nicht mehr mit der Grundinformation, die ganz unten gesammelt wurde, was zu tun hat. Also ich will gar nicht da unten kommunizieren. Genau, man will gar nicht da unten kommunizieren. Man will nur, also sozusagen, also man hat nur seine man hat nur seine paar Quellen, wo man das einsammeln möchte, aber die sollen gar nicht wissen, was mit Informationen passiert, sondern da wird dann an höherer Stelle irgendetwas gemacht. Ja klar, aber die sind, also die Idee ist dann, dass sie nicht mehr so detailliert sind oder das ist sozusagen die letzte Konsequenz, ihnen zu geben, weil für irgendwas muss es ja verwendet werden. Also wenn ich das... wenn ich das Spiel bis ins Höchste treibe und nur in einem Netz die ganzen Informationen sammle und sie niemand auch nicht in seinem Kopf dann herausträgt, dann ist das natürlich total sinnlos. Also dann habe ich ja quasi ganz viele Informationen in einem Netz, aber darf sie nicht verwenden und kann sie zum Anfangen. Klar, dann ist es umsonst. Deswegen muss es ja einen Kanal. Genau, es gibt der erste Kanal, der zurückgeht, ist natürlich der Mensch, der halt ganz oben arbeitet, die Informationen hat, irgendwie, keine Ahnung, da irgendwelche wichtigen Sachen und die dann halt, und darauf halt irgendwelche Entscheidungen passiert. Aber diese Menschen schreiben ja auch E-Mails, diese Menschen tun ja auch Webserfen, diese Menschen machen. Genau, da gibt es natürlich auch andere Mittelmöglichkeiten, also wie Informationen, die in ihrem Kopf haben und auch nicht immer für sich behalten können, wie die dann auch wieder rauskommen, ist klar. Ja, dann sage ich halt, ich habe dieses Datendiode, aber am Ende greife ich keine. Datendiode ja, ist super sicher, weil alle anderen mit einem tollen HP-Laptop rumlaufen. Ja, die Frage ist eher eine andere. Die Frage ist eher die, wenn ich jetzt auf der Seite arbeite und mir missfällt da irgendwas. Also ich fange an, Sachen zu sehen, die mir nicht so gefallen und ich überlege selber, die Sachen rauszukriegen. Und davor haben ja die Leute, die Sachen einsetzen, ja Angst. Dass da irgendwelche Leute sind, die wollen das mit Absicht die Sachen raustragen. Quasi so ein Innentäter. Zum Beispiel so einer. So. Wie? Zum Beispiel sowas. Oder man macht das, was der Herr Manning gemacht hat. Der hat auch irgendwelche Lady Gaga-CDs gebrannt. Genau, die beiden wären zum Beispiel ein super Beispiel. Weil nämlich der Herr Snowden hat nämlich hier gearbeitet und der Manning hat nämlich hier gearbeitet.
So, und das, was der Manning gemacht hat, zum Beispiel, wollte man auf jeden Fall unterbinden. Und deutsche Behörden waren da auch nicht so überrascht, dass das hätte passieren können, weil das, was er gemacht hat, hätte man dann durch einen gut konfigurierten FTP-Server auch verhindern können. Der hatte nämlich einfach Schreib- und Lesezugriff in dieses geheime Netz und konnte alles machen. So, und wenn man so einen Ionenübergang hat, den kann man aber quasi auch hinkonfigurieren, wenn man einen gut konfigurierten FTP-Server hat, dann kann man das auch damit machen. Also einfach nur dafür sorgen, dass man dann nur reinschreiben kann, aber ich kann das Verzeichnis nichts mehr lesen. Das ist ja ein bisschen andere, würde ich sagen, Attackenmodell. Ja, ja, das ist komplett unterschiedliche Sachen. Natürlich können wir jetzt im geheimen Netz einbrechen mit Warten. Nee, aber das ist schon, das geht ja, also aus unserer Perspektive geht es ja um den elektronischen Weg. Genau, und den kann man halt absichern, so gut es geht, so also wie ich es versucht habe zu beschreiben mit den verschiedenen Protokollen. Aber da gibt es halt keine hundertprozentige Sicherheit. So, sobald ich halt einen Innentäter habe, kann der halt anfangen, irgendwie mit dem Restprotokoll, was ihm bleibt, zu kommunizieren und damit halt der anderen Seite Informationen zu übermitteln. Und nur die physische Ebene wäre halt absolut sicher. Und dann hat man wieder das Problem, dass man dort nicht weiß, ob die gesendeten Informationen auch angekommen sind. Also das, ja. Ich will sicherstellen, dass ich das richtig verstanden habe. Zurück zum kryptografischen Ansatz. Das ist ja eigentlich schon aus Prinzip gar nicht möglich, wenn man davon ausgeht, dass beide Systeme auf beide Seiten kompromittiert sind, zum Beispiel. Und dann kann man ja, dann fällt ja die ganze kryptografische Komponente durch. Ne? Dann kann man ja im Schattig sehen. Ja, und also der Entscheidende bei einem Ionenübergang ist auch nicht, dass die Informationen irgendwie geleakt werden, die beim Übertragen werden, sondern das Entscheidende ist, die Informationen, die dann drinnen entstehen durch das Verarbeiten der Rohinformationen, die man kriegt, das Wissen, was da entsteht, das darf auf gar keinen Fall nach außen gelangen. Und das ist so diese Grundmaxime. Ja, da kann vielleicht ganz viel reinkommen, was auch vielleicht auch irgendwie Malware oder sowas, aber es darf niemals was rausgeleakt werden. Das ist so die oberste Maxime und nach dem Gedankenmodell sind diese ganzen Datenionen gebaut. Dass man immer versucht hat, das auf jeden Fall zu vermeiden. Ja? Wenn ich jetzt nur davon ausgehe, dass ich Dateien hin und her schieben will zwischen diesen Netzwerken und ich zwei Firewalls hätte und mit der Transfernetz mit einem FTP-Server und beide Netze können nur auf den FTP-Server zugreifen, der eine kann dort nur lesen, der andere nur schreiben, hätte ich dann ungefähr das Gleiche geschaffen? Oder? Vom Prinzip her ja. Warum macht man das so was Kompliziertes? Ja, genau, weil so etwas Kompliziertes eher die Wahrscheinlichkeit hat, zugelassen zu werden. Also, dass die Leute, die solche Netze betreiben, die auch wirklich dann einsetzen. Oder die Erlaubnis bekommen, sie einzusetzen. Da geht es dann auch um Common Criteria, Zertifizierung. Genau, und CC gibt es da und so weiter. Da gibt es, genau, um solche Sachen, ja. Ja? Weiß man, wer sowas einsetzt, praktisch? Ich weiß nicht, Deutschland irgendwo? Das weiß ich nicht. Also, ich hab nur damit gearbeitet und die gebaut. Wer die einsetzt, weiß ich nicht. Aber die werden kommerziell hergestellt und auch verkauft. Die werden kommerziell hergestellt und verkauft. Da gibt es auch nicht nur eine, da gibt es mehrere von. Irgendwie gibt es irgendwie in den USA welche, gibt es welche in den Niederlanden, in Israel und in Deutschland. Und wahrscheinlich auch noch irgendwo anders, und das weiß ich aber gerade nicht. Also es gibt genügend Abnehmer da sozusagen. Ja, es gibt also Bedarf zu dem Betrieb solcher Pyramiden gibt es genug, ja. Ja, man kann so. Um vielleicht mehr Use Cases zu geben und noch ein paar Use Cases hier zu zeigen. Weil zum Beispiel links im Schwarzen könnte zum Beispiel ein Atomkraftwerk sein. Und dann rechts Internet. Ja. So dass jeder aufs Internet könnte schauen, welcher Status hat jetzt Atomkraftwerk. Ja, aber keine Kommanden geben jetzt, Kommandos zu Atomkraftwerk. Das ist so ein privatwirtschaftlicher Anwendungsfall für solche Einweg-Netzübergänge. Den man irgendwelche Industrieanlagen hat, Industrieanlagen werden ja gebaut für so eine Laufzeit von 30 Jahren und dann wird halt irgend so ein Windows 98, was halt mal aktuell war, genommen. Das steuert irgendeine komische Industrieanlage, irgendeine Anlage an, vielleicht auch ein Atomkraftwerk und generiert Logs und man will irgendwie sehen, ob das System noch irgendwie läuft und schickt dann über so eine Datendiode die Logs raus und sorgt dafür, dass nichts mehr, also kein Angriff zumindest hineinkommt. Diesen Angriff, also diesen Verwendungszweck gibt es auch, ja. Ja, so wie ich verstanden habe, das ist doch nicht so komplett sinnlos, dass das nur für Auditors gut ist, gegen Auditors schützt, weil mindestens was Datendiode bringt, ist, die macht Übertragungen sozusagen falsche Richtung sehr, sehr langsam. Und das kann auch Sinn machen, wenn man nur Dateninformationen verwenden kann, wenn man die ganze Menge von Informationen hat. Ja.
Und wenn das x Terabyte ist, dann dauert es 100 Jahre und nach 100 Jahren ist es sowieso nicht. Ja, da darf man die beiden Sachen nicht vermischen. Also wenn ich die halt andersrum einbaue, dann geht es halt nicht mehr um den Geheimschutz, sondern geht es halt nur noch um den Integritätsschutz. Hier geht es ja nur darum, dass niemand hier hineinkommt. Die Daten raus werden natürlich dann in der normalen Geschwindigkeit übertragen. Ja, aber ich glaube, das was. Also, ich habe was anderes jetzt gemeint. Okay. Aber das ist doch nicht so sinnlos, das meine ich. Weil du das schon gesagt hast, dass ja nur gegen Auditors schützt. Also, aber es ist gar nicht so. Es ist ganz klar. Entschuldigung. Ja. Wenn man jetzt eben das Beispiel mit dem Atomkraftwerk oder der Industrieanlage hat, dann könnte man ja in dem Fall tatsächlich die Glasfaserlösung, wo das eine Kabel einfach durchgeschnitten ist, verwenden. Weil dann muss man ja tatsächlich einfach nur schauen können, läuft das Ding noch, muss aber absolut nichts hineingehen. Ja, es gibt da komplexere Sachen. Also IBM hat mal so ein Ding gebaut, da lesen sie aus den Logs, also ein bisschen mehr als nur geht noch oder geht nicht, sondern aus richtigen Logs von so Industrieanlagen heraus. Ja, okay, in 3,5 Wochen wird dieser Kolben da irgendwie brechen und der sollte mal ausgetauscht werden. Also die brauchen da sozusagen mehr Informationen als nur irgendwie geht und geht nicht. Aber genau, wenn ich mal will, dass diese Informationen wirklich zuverlässig irgendwie noch übertragen werden und noch wirklich kommen, da ist die Frage, ob das da reicht an der Stelle. Weil bei der Glasfaserübertragung habe ich immer das Problem, ich kann nie sehen, ob es noch reicht. Ja. Ich möchte euch ungern abbrechen, aber jetzt genau ist eigentlich schon mein Vortrag an Darum würde ich euch bitten, das ist eine sehr spannende Diskussion, ja, wenn ihr euch einfach zusammenbrautet und irgendwie im Hackcenter oder was einen schönen Platz sucht. Ja. Ja, vielen Dank.